Hallo alle zusammen, willkommen zu diesem Video, wo ich euch zeigen werde, wann und wie ihr eure Champions-Punkte mit dem neuen System am besten einsetzt, wenn ihr Damage-Dealer seid. Die Idee, dieses Video zu machen, kommt nicht von ungefähr, denn die englischen YouTuber, Alkast und Skinny Cheeks, haben auch schon so ähnliche Videos hochgeladen. Die Originalvideos und die Quellen mit den Tabellen und allem werde ich euch auch nochmal unten verlinken. So, jetzt gehen wir aber erstmal zum Inhalt über. So. Hier zeige ich euch jetzt eben kurz noch die Tabellen. Da steht einzeln halt drauf, was die einzelnen Champions-Punkte bewirken. Ihr könnt gerne hier an der Stelle eben kurz pausieren oder euch das Spreadsheet unten in der Beschreibung ansehen. Und hier zeige ich euch nochmal einen ganz kleinen Überblick, wie sich das geändert hat mit dem XP pro CP. Hat sich nämlich größtenteils um die Hälfte verringert. Ab 1200 ist es ein Drittel weniger. Wir fangen zuerst mit dem Warfare Tree an, zu Deutsch der Machtbaum. Von 0 bis 120 gehen wir auf die Präzision. Dann haben wir von 120 auf 270 die Kampffinesse, die erste Slotbaufähigkeit. Und noch ein kleiner Tipp, solltet ihr an der Stelle einen Feind flankieren könnt, nehmt den Hinterhalt. Von 270 auf 390 CP durchdringend. Von 390 auf 540 tödliches Zielen. Von 540 auf 690 Taumaturg. Von 690 auf 840 haben wir die beißende Aura. Und von 840 auf 960 maximale Magicka. Schaurige Erkenntnis. Solltet ihr Stamina spielen, könnt ihr dort die Ausdauer wählen anstatt die Magicka. Von 960 auf 1020 makelloses Ritual, nur auf die zweite Stufe. Von 1020 auf 1110 Kriegsmagier. Von 1110 auf 1170 makellos Ritual komplett voll. Und habt ihr bis hier alle CPs ausgeskillt, seid ihr damage technisch am Maximum, was die Champions Punkte hergeben. 1170 bis 1200 haben wir die schnelle Erholung, nur die erste Stufe. Von 1200 auf 1320 haben wir die Vorbereitung. Von 1320 bis 1440 haben wir die elementare Aegis. Und von 1440 auf 1560 haben wir abgehärtet. 1560 bis 1650 schnelle Erholung, komplett ausgelevelt. 1650 bis 1770 gesegnet. Von 1770 auf 1890 unermüdliche Disziplin. Und von 1890 auf 2010 haben wir die Kampfmeisterschaft. Und von 2010 bis 2100 haben wir kräftigend. Seid ihr Ausdauerspieler, könnt ihr die letzten drei mit den Magicka gleichen Fähigkeiten tauschen. Was ihr noch beachten solltet, ist, dass die CPs, die dort angegeben sind, eurem echten Level entsprechen und nicht den CPs pro Baum. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal rüber zu den roten CPs. Dann fangen wir mal mit den ersten an. Von 0 bis 150, grenzenlose Vitalität. Von 150 auf 300 Verjüngung, 300 bis 330 Sprinter, von 330 bis 354 CP hastig, 354 bis 474 Heldenlan, 474 bis 624 unangreifbar,
624 bis 774 auslaugender Zauber. 774 bis 804 unermüdlicher Wächter. 804 bis 939 Befestigung. Und dann 939 bis 1074 Gelenkigkeit. Und von 1074 auf 1194 haben wir den Trotz. Und von 1194 auf 1266 haben wir Hastig. Und von 1266 auf 1356 unermüdlicher Wächter. Und von 1356 auf 1491 wilde Verteidigung. Bei 1491 bis 1611 stoßende Brutalität. 1611 bis 1701 Sprinter. 1701 bis 1731 Schildmeister. 1731 bis 1761 Bastion. Wobei ich sagen würde, man könnte einen von den beiden tauschen, da es slotbare Fähigkeiten sind. Und im einen davon halt, je nachdem was man nehmen möchte, 20 Punkte reinhaut. Und zum Schluss haben wir dann noch 1761 bis 2136 gemäßigte Seele. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und wenn es nur einem geholfen hat, mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen, dieses Video zu machen und nochmal die neuen CPs besser zu verstehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und abonnieren könnt ihr auch gerne für weitere Videos. Ich gebe mir Mühe, mich zu verbessern. Und dann auf ein gutes Grinden und bis zum nächsten Mal.